Wer kennt das nicht? Man hat tausend verschiedene Aufgaben, die man auch gleichzeitig machen sollte, am besten. Die To-Do-Liste explodiert jetzt gerade und man weiss eigentlich gar nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Ich bin Stefanie Feutz, bin Psychotherapeutin und bin Leiterin der Beratungsstelle der Berner Hochschule. Ich möchte euch heute gerne das Eisenhower-Prinzip näher bringen. Das Eisenhower-Prinzip ist, wie es eigentlich der Name schon sagt, vom ehemaligen US-Präsident Eisenhower. Und zwar hat er mal an einer Rede gesagt, dass er eigentlich nur zwei verschiedene Arten von Aufgaben kennt, nämlich die dringenden und die wichtigen. Das kann man jetzt eigentlich sehr gut anwenden, um all die vielen Aufgaben, die man hat, einzuordnen. Und zwar gibt es vier Quadranten, wenn man auf diesen zwei Achsen arbeitet, von der Dringlichkeit und der Wichtigkeit. Wir fangen mal mit den einfachen an, nämlich die, die nicht wichtig und nicht dringend sind. Das sind die sogenannten Papierkorb-Aufgaben. Was heisst, die muss man eigentlich gar nicht machen, weil es interessiert niemand, sie sind nicht wichtig und sie sind auch nicht dringend. Dann haben wir eine andere Kategorie von Aufgaben, nämlich die wichtigen und die dringenden. Bei denen ist es eigentlich auch ziemlich klar, die muss man sofort machen. Oder an Profis delegieren, aber häufig hängen die dann wirklich an einem, und zwar jetzt gerade. Dann kommen wir zu den etwas komplizierteren Aufgaben, nämlich die, die zum Beispiel wichtig sind, aber nicht dringend. Und die, dort ist es wichtig, dass man die gut terminiert und realistisch. Dann haben wir ja noch den vierten Quadrant, nämlich den von den Aufgaben, die nicht so wichtig sind, aber sehr dringlich. Da gibt es jetzt drei verschiedene Möglichkeiten, die man anwenden kann. Nämlich das eine ist zum Beispiel delegieren. Weil sie sind ja nicht so wichtig, aber sehr dringend. Und vielleicht habe ich auch jemanden, der das für mich übernehmen und erledigen könnte. Dann gibt es eigentlich noch das Parkinson-Gesetz, das da recht gut passt. Und zwar geht es darum, dass eigentlich eine Arbeit sich immer so weit ausdehnt, wie ich Zeit dafür habe. Sprich, also wenn ich für irgendetwas 2 Stunden einplane, werde ich ziemlich sicher 2 Stunden haben. Wenn ich jetzt aber das kürze, und gerade bei diesen Aufgaben in diesem Quadrant geht es ja darum, dass die sind nicht so wichtig. Also wenn ich das ein bisschen kürze und nur 1 Stunde einplane, dann bin ich ziemlich sicher eher kürzer fertig. Dann gibt es noch das dritte Tool, und zwar das Pareto-Prinzip. Ist auch vielleicht bekannt unter der 80-20-Regel, die besagt, dass man eigentlich in 20% der Zeit 80% der Arbeit erledigen kann. Für die restlichen 20% der Arbeit, die noch zu erledigen wäre, braucht es einfach viel mehr Zeit. Jetzt gerade in diesem Quadrant ist es ja so, dass es nicht so wichtig ist. Und dann könnte man ja vielleicht sagen, dass man die 20% vernachlässigen kann zugunsten der Zeit, die man kriegt. Wenn euch jetzt das Ganze ein bisschen schnell gegangen ist, oder ihr irgendwie ein bisschen Mühe habt, mit jetzt, welche Aufgabe gehört in welchen Quadrant und was ist wichtig und was priorisiere ich, dann meldet euch doch bei uns für eine kostenlose und vertrauliche Beratung an.